Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Collect All Pets. Und was habt ihr denn schon wieder hier für Pets rumlaufen? Naja, zweimal Gold ist active für einen Tag und 14 Stunden. Das heißt, wenn ich hier raus ein Video mache, dann ist das nicht mehr online, wenn man das Video sieht. Ich gehe jetzt erstmal meine Pets hier in diese Region reinbringen, sag zu denen, die sollen abbauen. Obwohl, ich soll in der Arktik Drops collecten, dann werde ich das auch mal machen. Mir wurde gestern noch kommentiert, ich hätte irgendwo ein legendäres Ei übersehen. Legendäre Eier habe ich noch gar nicht, also ich weiß nicht, wo ich ein legendäres Ei übersehen haben soll. Aber wenn ihr das wisst, dann könnt ihr es mir mal in den Chat schreiben. Ich habe keine Ahnung, was gemeint ist. So, aber Double Dragon Damage heißt es. Das heißt, das ist ein Phoenix und kein Dragon. Ich habe momentan keine Drachen ausgerüstet. Hazy Dragonet. Ich glaube, dann rüste ich statt dem Feierling erstmal die Hazy Dragonet aus. Habe ich sonst noch einen Drachen? Nee, ne? Na, ich weiß nicht, ob ein Aquatic Hatchling als Drache zählt. Ich glaube eher nicht. Ich collecte erstmal die Drops hier. Oha, du musst nur 500 Drops collecten. Ich muss 10.000 collecten. Ja, so ist das Leben. Ich würde gerne schneller laufen können. Und das bedeutet, ich hole mir neue, hier mehr Speed. Kostet ja nichts. Obwohl, kostet schon eine Menge. Egal. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Speed. Man merkt es aber kaum. So, sammle ich ein und jetzt nochmal Collect Drops in der Arktik. Warum denn schon wieder? Ich will nicht mehr in der Arktik Drops collecten müssen. Ach, so ist das Leben, Leute. Damit muss man zurechtkommen. Aber Double Money finde ich auch gut. So farm ich schneller. Ich werde dann schneller Pets freischalten, weil unser Ziel ist ja jetzt, die nächste Region freizuschalten. Und dafür brauche ich noch gut 50 Pets. Ah, das könnte anstrengend werden, diese 50 Pets zusammenzubekommen. So, ich habe tatsächlich noch ein Common Pet noch nicht. Und ein bis zwei Uncommon Pets. Und jetzt kommen die ganzen... Die Rare Pets, da fehlen mir sehr viele. Und Epic Pets sowieso. Ich merke gerade, es können auch gar nicht mehr so viele Pets sein, die es danach gibt. Ha. So, jetzt aber. Und ich hoffe, ich kriege jetzt was Neues. Nee, habe ich nicht bekommen. Okay. Destroy Crystals. Okay. Eigentlich wäre es schlau, wenn man Destroy Crystals hat, dass man seine Pets dann hier in die Area bringt. Weil hier können die einfach schneller farmen. Also die bauen die Crystals schneller ab, weil die Crystals hier weniger Leben haben. Ich glaube, das mache ich auch mal. Da oben kommen wir ja nicht hoch. The Great Code in the Sky. Oh mein Gott, ich habe einen Code gefunden. Ich habe einfach einen Code gefunden. Okay, wir gehen hier oben rauf und geben dann ein The Great Code in the Sky. Als ob ich jetzt einen Code gefunden habe. Zweimal Gold Boost. Danke. Ich weiß gar nicht, ob sich der zweimal Gold Boost von hier mit dem Gold Boost da hinten addiert. Aber gut, The Great Code in the Sky gefunden. Als ob. Kanntet ihr den Code schon? So, jetzt aber hier langsam mal. Baut die Dinger mal ab, Leute. Only Fuse Extra Pets. Ja, das mache ich so schon. Woher hast du eigentlich Programmieren gelernt? Ja, ich habe es einfach gelernt. Nicht woher, sondern ich habe es einfach gemacht. Einfach machen und dann kann man es. So, ich schicke die Pets jetzt schon wieder rüber, weil wir haben die Mission erfüllt. Und jetzt Collect Drops on the Beach. Nice. Dann kann ich meine Pets auch wieder zum Beach jagen. Hol mir natürlich die Drops von hier noch ab, weil Geld lässt man nicht liegen. So, und dann sammle ich hier weiter die Drops ein. Und es geht auch ziemlich schnell. Gut, jetzt habe ich 800.000 zusammen. Es könnte ziemlich lange dauern, bis ich hier... genug Zeug zusammen habe. Und the ground is shaking in the mountains. Die Mountains habe ich noch nicht frei. Das bedeutet, hier wird gleich ein großer Kristall sein und ich kann ihn mir nicht holen. Aha. Lasst mich rein! Okay, dann muss ich halt schneller farmen, Leute. Dann muss ich jetzt schneller farmen. Das Eck hier lohnt sich, glaube ich, nicht zu öffnen, oder? Ja, komm, ich muss das Eck hier öffnen. Oh, Dizzy Narwhal gefällt mir. Ich finde es schön, dass ich jetzt neue Pets finden kann. Ghostly Shroom ist so, ja, normal. Und jetzt kann ich gar nicht weitere Sachen öffnen. Dann sammle ich hier einfach ein bisschen was ein. Und White Horses. Okay, so habe ich inzwischen ein paar Drachen. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Nö, dann nicht. Den nett. So, öffnen wir noch ein Ei und ein Wayward Spirit. Okay, cool. So, earn gold at the beach. Jetzt mach langsam mal fertig hier mit Gold earn. Das geht eigentlich voll schnell. Mach doch neue Epic Pets. Ich mach mir nachher Epic Pets. Ich will nur ein bisschen sammeln, damit ich... Es fühlt sich gut an, wenn es halt mehr auf einmal ist. Das ist auch ein cooles Pet. Okay, ich bin nicht so ein Fan davon, ein Ei zu öffnen und dann sofort alles wieder zu fusen, wenn ich kann. Ich öffne lieber viele Eier und dann fühlt sich viel auf einmal. Ich habe ja auch den Game Pass dafür. Und ich habe einen Elch, der sieht cool aus. So, weil ich könnte jetzt schon ein paar fusen, aber das wäre gar nicht so viel, was dabei am Ende rumkommt. Mach mal Legendary. Ich mache jetzt nicht Legendary, weil die Pets hier sind alle equipped. Ich fuse keine equippten Pets, weil dann bin ich am Ende schlechter, als ich vorher war. Es bringt mir nichts, jetzt ein Legendary Pet zu machen, wenn ich kaum Epic Pets habe. Guck mal, ich krieg sogar die Drops von da. Gib sie mir, Bruder. Gib sie. Gib's mir. Komm ran. Ich muss Orbs Reach. Ich kaufe mir Orbs Reach, Leute. Ich kaufe mir sowas von Orbs Reach. Ich packe meine Pets mal hier in die Arktik. Orbs Reach. Das war hier vorne. Hier vorne war Orbs Reach. Und das kostet was. Egal. Bam, bam, bam. Oh, mehr kann ich mir nicht leisten. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Range. Gib mir die Drops. Ja! Oh ja. Und ich muss Drops in der Arktik collecten. Komm schon, Pets. Ihr könnt ja ein bisschen schneller hier die Orbs freischalten. Oder die Drops heißen die und nicht Orbs. Da bin ich noch zu sehr in Pets zum lauter X drin, dass ich die Dinger mal Orbs nenne. Naja. So, jetzt gib mir. Gib mir. Gut. Ein bisschen von den anderen Leuten profitieren. Ihr braucht aber auch ziemlich lange dafür, das Ding abzubauen. Kommt schon, Leute. Also jetzt geht's wirklich nicht voran. Was soll denn das? Meine Pets sitzen hier, schlagen die Kristalle, nichts passiert. Ich krieg keine Drops, ich krieg kein Geld. Ich will jetzt
Geld und Drops, ich will alles. So. Ja, es bringt mir mal ein bisschen, wenn ich hier stehe und so ein bisschen einsammle. Und ich glaube, ich hole mir nochmal Drops Reach hier. Auf 45 Stats will ich das haben. 280. Komm, gib mir die 280 schnell. Und da hinten, guck mal. Oh, ich will das da hinten haben. 280. Ich krieg die 280 jetzt nicht rechtzeitig zusammen. Na gut. Ich sammle das ein, was zu mir rüberspringt. Oh ja. Oh ja, die Drops, die lohnen sich aus dem Ding. Die lohnen sich. Okay, wenn ich hier hinlaufe, dann kriege ich doch auch was durch. Oh, den hier habe ich vergessen. Lol. Claimen. Ich vergesse den jedes Mal Ghostly Hatchling. Die Hatchlings mag ich nicht, aber egal. Kann ich ja fusen. Aber ich krieg nichts, wenn ich hier langlaufe. Naja, schade. Schade, schade. Und 150 Pets Store... Score, damit ich ein Epic Pet bekomme. Okay. Muss ich ja erstmal nur 150 erreichen. Aber ich komme halt wirklich nicht so schnell voran hier. Weil ich bräuchte halt Dragons. Weil wenn Dragons jetzt doppelt so viel Schaden machen, dann lohnt sich das auch, schlechtere Dragons auszurüsten. Und dann sollte es sich ja theoretisch auch lohnen. Ich sammle jetzt hier mal die Drops ein, damit ich die Mission fertig kriege. Dann sollte es sich ja theoretisch auch lohnen, die schlechteren Eggs zu öffnen, um dort Dragons rauszuziehen. Das rechnen wir gleich mal nach. So, jetzt Collect Drops. Okay, dann packe ich meine Pets wieder hier hin, weil hier farmen sie schneller. Und dann gehen wir einmal zu der Schadenstabelle. Denn aktuell sind meine besten Pets Epic Pets. Und Epic Pets machen 40 Schaden. Das bedeutet, selbst wenn ich ein Ankommen-Pet habe, macht das genauso viel Schaden wie ein Epic-Pet. Das heißt, ich brauche Rare-Pets oder Shiny-Ankommen-Pets als Drache. Und dann wären die besser als meine Epic-Pets. Okay, also Ankommen lohnt sich nicht. Ich bräuchte dann schon Rare-Pets. Und Rare-Pets kriege ich nur aus den blauen Eiern. Also na gut, wir können es vergessen. Wie funktioniert dieses Spiel? Naja, es heißt Collect All Pets und es funktioniert so. Du collectest alle Pets. Und ich habe noch nicht alle Pets. Deswegen bin ich noch nicht fertig. Erstmal collecte ich hier Drops. Und dann öffne ich noch mal ein paar Eier hier. Brown Bear ist kein Drache. Lizzy Nava ist auch kein Drache. Kangaroo ist kein Drache. Und ein Unicorn ist auch kein Drache. Ich will einen Drachen. Please. Kangaroo ist kein Drache. Okay. So, collect drops in the desert. Okay, die Desert ist da hinten. Machen wir das gleich noch. Aber ich habe leider immer noch keine Drachen gezogen. Was ich jetzt aber mal machen kann, ist fusen. Weil jetzt habe ich doch schon genug geöffnet, dass ich wieder ein bisschen fusen kann. Ah, diese Schlangen sehen auch cool aus. So, ich gehe jetzt aber mal hier in die Fuse-Maschine. Fuse all. Und dann... Oh, fuse all. Das sieht aus wie ein Drache, aber es ist ein Hatchling. Ich weiß nicht, ob er zählt. Ich rüste ihn auf jeden Fall aus, weil Hatchlings sehen ja so aus wie Drachen. Gut, ich nehme den Gorilla raus und stattdessen den Sunrise-Hatchling rein. Und habe ich hier irgendwas, was wie ein Drache ist? Nee, sonst habe ich nichts. Naja, ich hoffe, dass der Sunrise-Hatchling als Drache zählt. Wisst ihr, ob der jetzt Drache zählt oder muss der explizit Drache im Namen haben? Ich weiß es nicht. So, wir collecten auf jeden Fall hier nochmal die Drops. Aber es dauert. Hast du denn schon den Code unter dem Fels an der Wand in der Arktik gesehen? Ich glaube nicht. Unter dem Fels an der Wand. Ich sehe kein Fels an der Wand. Ich bin in der Arktik. Oder meinst du das hier? Den habe ich noch nicht gesehen, aber das würde ich nicht als Fels bezeichnen. Brrr. Okay, Leute. Gebt den Code brrr mit 5 R ein. Und es gibt dann nochmal 2 Goldboosts für eine Stunde. Also zweifachen Goldboost. Ich habe jetzt schon 4,5 Stunden Goldboost in dem Spiel. Es ist nicht zu fassen. Aber danke für den Hinweis. Ich mag den Code brrr. Zählt dazu. Okay. Das ist gut, das ist gut. Collect Drops in the Desert ist fertig. Jetzt Destroy Crystals. Und einfach nur, damit es schneller geht, gehen wir dafür wieder in die Meadow rein. So. Und destroyen hier die Crystals. Sammle hier noch die Drops ein, weil es gibt Geld. Mach den Code Dueling Dragons. Okay, mache ich einfach mal. Ich gebe jetzt mal den Code ein, Dueling Dragons. Und alles klar. Zweifacher Goldboost für 4 Stunden. Jetzt habe ich einfach 8,5 Stunden Goldboost. Der Goldboost hört nicht mehr auf. Dankeschön. Wie heißt das Spiel? Das Spiel heißt Collect All Pets. So, wir holen uns aber auf jeden Fall noch das Badge ab. Wobei ich kein Fan von Badges bin, aber komm. Bei Current Reward, es bringt mir ja Rewards dazu. Und hier Gold earned, bin ich auch schon halb durch mit dem nächsten. Okay. Dann muss es aber noch mehr Verstecke-Codes geben, wenn die so viele Codes verstecken. Ah, ich wüsste aber nicht, wo ich jetzt suchen sollte. Hm. Aber Crystals sind destroyed. Ich gehe jetzt mal rüber wieder. Am nächstes ist Earn Gold in die Arktik. Das machen wir. Auf in die Arktik. Meine Pets laufen jetzt durch die Wand durch. Ja, da kommen sie. Okay, und ich hole mir noch die Drops aus in the Meadow. Weil Geld lässt man nicht liegen. Dann kann ich wieder Eier öffnen. Das kann ich. Oh, und dann kriege ich. Oh, dann kriege ich ein blaues Ei. Perfekt. Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich mag blaue Eier. Liegen überall ziemlich viele Drops, die wir alle haben. Alle meine. Gehst du in eine Adopt Me? Nee, was sollte ich denn in Adopt Me? Also wirklich. So, Curious Narwhal. Oh, der ist ganz cool. So, Collect Drops. Ja, ich packe jetzt meine Pets wieder hier hin, damit sie schneller farmen. Und gehe dann nochmal ein paar Eier öffnen. Mit Auto Hatch. Bam. Dann läuft das durch. Irgendein Hamster und Lava Shroom. Und Pinguin, Chilling Pinguin, glaube ich. Fluffy, ich kann die Pets gar nicht so schnell sehen. Brown Bear und jetzt kommt auf einmal ein Possessed Spirit, was? Unicorn, irgendeins? Hazy Dragonet, Hazy Dragonet, perfekt. Elephant und das war's, jetzt bin ich pleite. Okay, okay, Hazy Dragonet, perfekt, kann ich ausrüsten. Anstelle der Holy Potato nehme ich jetzt die Hazy Dragonet rein. So, und dann bin ich wieder ein bisschen besser hier ausgestattet. In Adopt Me ist ein neues Update, ja, aber in Adopt Me war ich seit über einem Jahr nicht mehr drin, weil das Spiel total langweilig ist. So, Collect Drops. Immer noch?
Ich will nicht weiter Drops collecten. Ich will jetzt langsam mal fertig sein. Aber da hinten wird es doch jetzt ein paar Drops geben bestimmt, oder? Ja, naja. Ein bisschen. Unter der Brücke bei Arktik ist ein Code. Unter der Brücke. Bei der Arktik gibt es eine Brücke? Gucken wir nach. Also ich sehe keine Brücke in der Arktik. Und falls du den Stein da meinst, den habe ich eben schon gefunden. Der Code war Brr. Destroy Crystals. Das kriegen wir auch hin. Dafür packe ich meine Pets jetzt aber nicht in The Meadow. Das soll jetzt AFK einfach durchlaufen. Ich weiß gar nicht, was sich mehr lohnt. Diese Mission hier machen für einmal 100.000 oder die Pets hier wirklich in dem Bereich lassen, für die ganze Zeit so schnell farmen, wie es geht. So schnell farmen, wie geht. Okay, dann lasse ich meine Pets ab jetzt einfach hier. Es sei denn, ich habe eine Mission, für die sie wirklich in, in ein anderes Gebiet müssen. So, ich habe jetzt gleich wieder 1 Million zusammen. Das heißt, ich gehe einfach mal wieder auf Auto-Hatch. Auto-Hatch ist aber ein bisschen stressig, weil Amethyst irgendwas, Spiky Shroom und Unicorn irgendeins und Turtle und Wise Owl und Snow Leopard. Ich bin froh, dass ich es überhaupt schaffe, aufzufassen, was da steht. Ich meine, wie kurz ist der Name auf dem Bildschirm? 141 von 240 Pets discovered. Es gibt gar nicht mehr so viele Pets. Aber was heißt nicht so viele Pets? Ich meine, in Pokémon, wie viele Pets gab es da in der ersten Generation? 130? 137? Das google ich jetzt. Ich will keine Lügen erzählen. 151 sogar. 20 mehr, als ich dachte. 151 Pets hatte die erste Pokémon-Generation. Und die war mehr als ausreichend. Also das war schon krass, so viele Pokémon. So, habe jetzt ein paar neue Pets bekommen, aber war ein Drache dabei? Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Scheinbar ein Ghostly Hatchling. Dann rüste ich den auch aus. Warte, ich habe den Hatchling von vorn gar nicht. Okay, lol. So, okay, dann kann ich jetzt wieder fusen. Fusen wir mal alle zusammen und kriegen. Bitte Drache, bitte Drache, bitte Drache. So ein Drache, okay. Und so zwei Drachen. Oh mein Gott, ich habe zwei Drachen. Okay. Gorilla kommt weg für die Amber Dragonet. Krabbe kommt weg für Sunshine Hatchling. Hatchling, haben wir noch was? Und es wurde sogar eine Green Planter. Oh, alles klar. Dann geht der Gorilla weg für die Green Planter. Habe ich gar nicht mitbekommen. Mein erstes Legendary Pet. Das ging voll schnell. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Conny, in welchem Game lohnt es sich, Robux auszugeben? In den Spielen, die dir Spaß machen und bei denen du das Gefühl hast, dass es dir auch was bringt. Ich gebe Robux in Spielen eigentlich erst dann aus, wenn mich die Spiele überzeugt haben. Und das Spiel hier, das finde ich gut. Grundsätzlich und dementsprechend habe ich ja auch die Robux ausgegeben für den Game Pass. So, jetzt habe ich mein erstes Legendary. Collect Drops in die Arktik habe ich gleich fertig. Also schicke ich meine Pets wieder zum Beach und bam, fertig. Earn Gold in the Meadow. Wer will das denn machen? The Meadow. Schicke ich meine Pets kurz rüber und sammle natürlich hier nochmal alle Drops ein. Earn Gold hier, so schnell geht das voll. Ah, schade. Okay, ich dachte, das würde jetzt instant voll gehen. Schade, schade. Dann schicke ich meine Pets jetzt nochmal rüber. So, und jetzt machen wir Earn Gold noch fertig. Collect Drops in the Forest. Okay, ich schicke meine Pets in den Wald. Meinetwegen. Dann öffne ich ein paar von den Eiern hier. Ich packe die mal auf Auto-Hatch, bis ich das Geräusch von New Pet höre. Und am Ende kann ich die ja eh fusen. Platypus. Braucht keiner. Braucht keiner. Meint ihr, ich farme inzwischen schneller, als ich die Eggs für die Eggs ausgebe? Das werden wir ja dann gleich sehen. Ein Tier. Ein Tiger. Otter. Mustache-Shroom. Brown Maul. Meint ihr, was ist das letzte Pet, das mir noch fehlt? Ich habe keine Ahnung. Platypus. Harry the Platypus. Nein. Chick habe ich schon. Otter habe ich schon. Die habe ich schon. Green Duck auch. Boah, habe ich. Ich krieg's einfach nicht. Ich krieg's einfach nicht. Das letzte Pet fehlt mir einfach. Ich werde es niemals kriegen, Leute. Aber ich will sie doch alle haben. Es heißt Collect All Pets und nicht alle Pets außer das eine da. Ach Mensch. Aber ja, ich farme ungefähr. Ich farme, glaube ich, sogar schneller, als ich gerade Geld ausgebe. Weil ich falle nicht unter die 1 Million. Ja, ich kriege sogar ungefähr 2000 Cash mehr, als ich ausgebe. Das finde ich gut. Dann mache ich mir Auto-Hatch aus und mach kurz Collect Drops in the Forest, weil hier müssen ja jetzt genug liegen. Bam, fertig. Und einen Fox bekommen. Earn Gold on the Beach, machen wir auch. Wenn wir die Drops hier sammeln. So. Sonic Speed Sim hat 50.000 Spieler mehr als Pet Sim. Ja, wer mag schon Pet Simulator? Pfuh. Okay. Leute, meint ihr, ich krieg das Oncoming Pet jetzt noch? Oder meint ihr, ich krieg das nicht? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich krieg's nicht. So, ich earn Gold in the Beach. Ach, the Beach ist... Oh, ich habe Beach mit... Oh, Dings verwechselt. Ich dachte schon. Lol. Oh, perfekt. Jetzt earn ich ja richtig Gold in the Beach. Alles klar. Earn Gold in the Beach ist fertig. Kann ich hier weggehen, damit ich die Mission auch einsammle, please? Nee, scheinbar nicht. Schade. Schade. Na gut. Dann sammle ich hier einfach mal das Gold, das ich kriege. Ja, bekommst du noch. Okay, dann werde ich es versuchen. Aber krass, wie viele Drachen hast du denn? Ja, okay, macht Sinn, dass du jetzt... Dass Leute, die alle möglichen Pets haben, jetzt all ihre Drachen equipped haben, weil die machen ja mehr Schaden. Es ist so geil. Es ist so geil, wie viel Geld ich bekomme. 2,5 Millionen, 6 Millionen, 7... 8... 9... Ich mache einfach 100.000. Alle 2 Sekunden. Und jetzt kommt noch mehr raus. Das heißt, jetzt wäre ich theoretisch noch schneller. Gut. Ich hole mir erstmal das Ding hier. Dann mache ich mehr Gold Reward. Und dann kriege ich theoretisch ja noch mehr Geld, wenn ich das Zeug hier jetzt einsammle. Ich versuche hier außen lang zu laufen, damit die Drops, die aus der Map rausfallen, dass ich die noch kriege. Die da kriege ich leider nicht alle. Oder? Doch, ganz gut sogar. Ey, meine Reichweite reicht aus.
Jetzt habe ich schon 5 Millionen. Das bin ich, sind meine Favorite Pets. Ah, cool. Ja, du hast ziemlich viele von diesen Drachen. So, erstmal das hier machen und... Bam. Destroy Crystals in the Meadow. Okay, mache ich kurz. Ich habe einfach 6,4 Millionen Cash. Das lohnt sich so sehr, diese Kristalle abzubauen. So, hier jetzt nochmal alles einsammeln, was ich so kriegen kann. Und dann hier nochmal alles einsammeln, was ich so kriegen kann. Drrrt. Und ich kann wirklich fast alles kriegen, was rübergeflogen ist. Geil. Hier ist nichts mehr. Sehr gut. Und hier auch nicht mehr. Gut, dann habe ich alles. So, dann können wir jetzt noch versuchen, das letzte Pad zu bekommen. So, Auto-Hatch an. Probieren wir es aus. Einfach mal hoffen. Ich kriege ja theoretisch einen Soundeffekt, wenn ich ein neues Pad bekomme. Ich müsste jetzt gar nicht so sehr drauf achten. Na gut. Aber es ist schon ein bisschen deprimierend, dass ich gerade so viele Bunnies hatche. Und beim letzten Oster-Event, wo ich dann Bunnies hatchen wollte, habe ich keine bekommen. Aber irgendwann sind meine Pet-Slots doch bestimmt auch voll. Oder gibt es eine maximale Anzahl an Pets, die ich haben kann? Ich weiß es nicht. Na gut. Meint ihr, ich kriege das Pad noch, bevor ich die Mission Destroy Crystals in the Meadow fertig bekomme? Ich habe das Gefühl nicht. Oh, ich hab's! Ich hab's! Ich hab das letzte Pet. Okay, 150 Pets. Erstmal das hier einsammeln. Yeah. Und dann, welches Pet habe ich jetzt? Welches war es denn? Ich weiß es nicht. Welches von diesen Pets war es? Red Squirrel vielleicht? Hatte ich noch nie einen Red Squirrel? Ich weiß es nicht. Ich hatte schon Chipmunks und Brown Squirrels, das weiß ich. Na gut. Aber war ja ungefähr gleichzeitig fertig. Gut. So, da hinten ist jetzt das neue Epic Pet, das ich claimen kann. Ein Epic Pet. Bitte ein Drache, bitte ein Drache, bitte ein Drache und... eine Krabbe. Gut genug. So, collect Drops in the Arctic. Das machen wir. Ich collecte aber erstmal die Drops in the Meadow, weil da liegen noch welche. So. Und dann fehlen mir nur noch 15 Pets. Und ich glaube, wenn ich gleich ein bisschen fuse, dann kriege ich die 15 Pets ziemlich schnell zusammen. Ich werde vorher aber noch ein paar Eggs öffnen. Erstmal die Drops in der Arctic machen wir vorher. Wenn ich die Drops in der Arctic habe, stelle ich meine Pets zur nächsten Mission hin. Und dann werde ich einfach das Rare Egg wegkaufen, bis da nichts mehr übrig ist. Und dann werde ich alles fusen, was ich habe. Und wenn ich dann keine 175 Pets habe, dann weiß ich aber auch nicht. Das war ein Pick. Ein Pick? Als ob ich nie ein Pick hatte. Ein Pick. Stimmt, das kommt mir nicht so bekannt vor. Aber war das dort? Ich dachte, das war irgendwo hier in dem Bereich. Aber krass, okay. Wenn ich einfach noch nie einen Pick hatte. Destroy Crystals on the Beach. Dann machen wir das. Während ich hier mit Auto-Hatch jetzt mein ganzes Geld verballere. Die Chance, dass ich hier was Neues bekomme, ist nicht so hoch. Aber sie ist immer noch da. Und wir werden die Chance wahrnehmen. Wobei wir eigentlich auch die Zeit nutzen könnten, um dieses eine Pet hier zu bekommen, dann wäre ich auf jeden Fall für immer fertig mit Ankommen-Pets. Ich glaube, ich versuche es einfach ein paar Mal mit den Ankommen-Pets hier. Ich mache hier 4000 die Sekunde, da kann ich auch mal 35.000 alle 3-4 Sekunden ausgeben. So ein bisschen. Einfach nur hoffen. Aber, ja gut. Ich merke schon, daraus wird irgendwie nichts. Wenn ich unter die 6 Millionen falle, oder sagen wir mal die 6 Millionen 500.000 falle, dann höre ich auf hier. Ah, noch 2 Eggs. Und ich habe es nicht bekommen. So, letztes Egg, please. Dann bin ich unter die... Und immer noch nicht. Na gut. Aber Crystals on Beach sind gleich fertig. Perfetto. Earn Gold in the Forest. Wer will denn Gold in the Forest? Ich werde einfach hier die Drops einsammeln. So, ich packe meine Pets in den Wald und dann öffne ich einfach. So, dann öffne ich da hinten. Oh, das Laufen dauert auch so lange. Ich brauche mehr Speed, Leute. So, Auto-Hatch. Jetzt wird mein ganzes Geld verballert. Wenn ich hier jetzt nicht ein paar mehr neue Pets bekomme, ich hatte bisher eins, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Ja, noch ein neues Pet. Sehr gut. Noch ein... Oh, ein Drache sogar. Noch ein Drache. Alles klar. Ein Spider. Finde ich gut. Noch ein Drache. Den hatten wir vorhin schon. Und bald haben wir auch genug Gold im Forest geearnt. Ich glaube, dann werden wir Yin-Yang Dragonet. Okay, okay. Dann machen wir das ja einmal und kriegen dann noch so ein Ding. Okay, Earn Gold. Machen wir auch gleich. Ich ziehe meine Pets nur... Ich ziehe nur erstmal die Drops hier raus. Einen Augenblick. So. Dann kriegen wir das nächste Ei. Es geht jetzt wieder richtig schnell voran. Noch eine Yin-Yang Dragonet und dann Collect Drops in the Arctic. Ich werde jetzt einmal hier noch Drachen ausrüsten. Und zwar statt diesem hier werde ich gucken, ob ich... Habe ich hier ein paar neue Drachen? Nee, ne? In dem Bereich nicht, aber hier. Und weil ich mir bei dem nicht sicher bin, rüstet sich den noch aus. So, und dann machen wir einfach mal Fuse All. Da sollte jetzt eine Menge zusammenkommen und... Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Es hört wirklich nicht auf. So, 2 neue Legendary Pets. Oh, die sehen cool aus. Okay, jetzt erstmal... Jetzt müssen wir uns erstmal wieder sammeln. Also, ich packe die hier weg für den King Burrow und den Bloodhawk. Ich kann nicht sprechen, Leute. Dann gucke ich noch, habe ich hier weitere Drachen vielleicht? Nee, leider nicht. Dann bleibt das so. Dann bleiben meine Pets in der Konstellation, wie ich sie jetzt habe. So, Collect Drops in the Arctic mache ich einmal kurz. Ach, ich muss aber 1250 Drops sammeln. Das dauert ein bisschen. So, ich habe jetzt 162 Pets. Wir kommen der Sache näher. Ich könnte jetzt theoretisch nochmal fusen. Das werde ich auch gleich machen. Aber vorher werde ich noch ein paar Eier öffnen. Erstmal hier die Drops sammeln. So. Ich möchte einmal gucken, wie viel Geld, wie viel Schaden machen die Legendary Pets. Die machen, die Legendary Pets machen nur 50 Schaden. Das bedeutet, mit einem Epic Pet bin ich sehr viel besser dabei. Und wenn ich ein Rare Pet habe, also wenn ich ein Rare Dragon habe, macht der auch mehr Schaden als ein Legendary Pet. Okay, okay. Tut mir leid, Legendary Pets. Aber ihr müsst weichen. Du bist kein Drache, du aber schon. Du bist kein Drache, du aber schon. Und du bist auch kein Drache. Und habe ich keine mehr? Oh, trotzdem kommst du rein.
Der Bloodhawk sieht auch gut aus. Warte, den will ich einmal angucken. Weil das ist jetzt eins der ersten Pets, die so richtig krass aussehen, die ich habe. Finde ich gut. Warte, wo ist der andere? Warte, doch noch eins. Please, wo ist es? Ich weiß es nicht. Na gut, dann öffne ich einfach noch ein paar Eier. Nur ein bisschen öffnen. Oh, Auto-Hatch. So. Ach, hier. Warte mal, warum habe ich die eben alle nicht gesehen? Gerade eben, als ich nachgeguckt habe, da waren da irgendwie nur so 3 Rare Pets. War ich irgendwie blind? Okay, danke für den Hinweis. Keine Ahnung. Warte, erstmal die Drops in der Arktik collecten, weil jetzt müssten wir doch genug haben hier. Und ja, das sind genug. So, dann kommt das nächste Ei. Und Gold am Beach. Nee, das ist die Desert, das ist Beach. Ich verwechsel Desert und Beach immer. Es hat beides Strand, Sand. Ist doch beides praktisch das gleiche. Das eine hat mehr Wasser und das andere weniger. So, jetzt habe ich noch einen Rare Hatchling. Vielleicht habe ich den Rare Hatchling gerade eben auch gehatcht. Das kann auch sein. So, earn gold on the beach machen wir. Weil mein Geld ist jetzt auch alle. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Aber jetzt sollte es auch reichen. Wenn ich jetzt fuse, habe ich doch safe genug Pets zusammen. Wir fusen jetzt nochmal alles zusammen. Und ja, guck mal, wie viel Blaues dabei ist. Ganz viele neue Sachen. 616. Jetzt habe ich 616, 668 Pets. Okay. Jetzt gehe ich nochmal auf Fuse All und... Okay, doch nicht ganz. Nur 169. Schade. Critic Mamu. Okay, ist der Drache bei immer noch nicht? Skeleton Mage. Ich habe einen Skeleton Mage, Leute. Ich habe einfach einen Skeleton Mage und ihr? Cyclops Firelink, was ist das denn? Also ich habe auf jeden Fall schon eine Menge krasse Pets. Meine nächste Mission ist Destroy Crystals. Ja, egal. Ich mache hier 8000. Ich mache 10... Ja, nee, ich sammle ja gerade ein. Augenblick, ich gehe mal wohin, wo ich nicht einsammle. Okay, ich mache ungefähr 6000 Cash die Sekunde. Nee, manchmal auch weniger, keine Ahnung. Ice is cracking in the Arctic. Okay, dann gehen wir darüber. Das wird natürlich jetzt nochmal ein Gamechanger sein, wenn meine Pets jetzt hier in der Arktik das Ding abbauen. Weil dann kriege ich auch, guck mal, alle laufen rüber. Alle laufen rüber in die Arktik. Wenn der Kristall gleich da ist, da kommt er. Rauf da! Yeah! Das wird so ein Gamechanger. Weil ich habe jetzt 1 Million Coins. Ich werde jetzt nochmal so schnell Coins dadurch dazu bekommen. Und guck mal, wie schnell wir den abbauen. Wir werden so einen fetten Bonus bekommen. Wir schaffen den 80% Bonus. Als ob! Digga, wir haben den 80% Bonus geknackt. Alles klar. Gefällt mir. In 18 Sekunden den Kristall abgebaut. Fabelhaft. Genau so ist das. Fabelhaft. Das würde ich auch so sagen, Felix. Ja, ich würde sagen, ich sammle mal ein bisschen was ein. Ich hole mir auch ein bisschen Orbs Reach hier. Damit ich mehr einsammeln kann. Oder schneller einsammeln kann zumindest. Und dann gönne ich mir. Ich möchte einmal erwähnen, ich habe gerade eben etwa 1 Million Coins ausgegeben, damit ich ein bisschen mehr Orbs Reach habe. Und habe jetzt trotzdem 4 Millionen. Und das in der kurzen Zeit. Okay, dann sammeln wir das hier noch alles ein. Und dann öffnen wir noch mal ein paar Eier. So. Ach, ich habe Auto-Hatch wieder vergessen. Auto-Hatch. Ist das nicht ein tolles Spiel, das euch einfach kostenlos Auto-Hatch gibt? Ihr müsst nicht mal Geld dafür ausgeben, dass ihr Auto-Hatch habt. Und ich hatte bisher noch nie das Problem, dass mein Inventar voll war. Das Spiel hat noch nie gesagt, ja, du hast nicht mehr genug Pet-Slots. Conny Reich, eben. Oh, ein neues Pet, was war das? Da waren Fragezeichen. Ich habe gar nicht gesehen, was das war. Ich weiß es nicht. Naja, weitermachen. Wenn ich die Eggs alle gekauft habe und das dann alles gefused habe, dann bin ich durch. Dann habe ich genug Pets, dann ist die nächste Region freigeschaltet. Beim nächsten Stream ist der Preis 100 Millionen. Ui, okay. Dann werde ich beim nächsten Stream vielleicht nicht die ganze Region schaffen. Dann ist das, glaube ich, ein bisschen viel vorgenommen. So. So, das hier noch. Dann kriege ich mehr Reward. Das hört ja auch alles nicht auf, ne, mit diesen Missionen. So, ich habe 172 Pets. Jetzt gehen wir einmal fusen. Und dann sind da die 3 Pets, die noch fehlen, drin. Hä? Oh, ich habe ein Shiny Pet. Ich habe mein erstes Shiny Pet. Ich habe mein erstes... Nee, Protidus? Das ist nicht Shiny. Ich dachte, das wäre Epic und Shiny. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt einmal gucken, was das ist. Was bedeutet das? Okay, das müssen wir jetzt einmal gucken. Damage Chart. Protidus, hier. Macht 60 Schaden. Alles klar, nehme ich mit. Escandent. Ich habe gar nicht gesehen, dass es sowas hier noch gibt. Alles klar, ich bin dabei. Warum denn nicht? Dann, Wild Hatchling kommt weg. Das da rein. Habe ich keine legendären Pets mehr? Oh, das... Ich bin so ein Idiot. Ich habe meine legendären Pets alle gefused. Für das Prodigious-Pet. Deswegen. Legendary Prodigious... okay, okay, okay. Ich bin so ein Trottel. Aber hey... Mein erstes Prodigious-Pet und mein erstes Legendary-Pet. Beides im selben Stream. Einfach so. So, dann würde ich aber sagen, die Dragonets hier, die rüste ich alle natürlich noch aus. Und dann bleibt das so, wie es jetzt ist. So, ich habe die 178 Dings zusammen. Destroy Crystals habe ich auch bald. Und dann gehen wir rüber in die nächste Region. So, angekommen in the Mountains gibt es hier das Epic Egg. Das kostet mich 750 Millionen. Ich dachte schon, dass es so viel kosten würde. Hier, ein Pet-Equip-Slot kostet 10 Millionen. Okay. Dann macht das Sinn. Und hier ist natürlich ein Epic Egg. Und da drin ist ein Rhino. Okay. Ist hier wieder ein Code versteckt irgendwo? Wir müssen immer ganz genau gucken in diesem Spiel. Die Schlingel verstecken überall Codes. Die verstecken eigentlich alles. Alles, was man verstecken kann, verstecken die auch. Da oben. Der Schatten sieht so aus wie ein Ei, ist aber kein Ei. Okay. Sag meinen Pets mal, dass sie jetzt auch hier farmen sollen. Und ich würde auch mal die Obby da oben machen. Also, hallo, darf ich springen? Ich hab... So, jetzt bin ich hier oben. Und hopp. Und hopp. Und hopp.
Ah, nein! Wie dumm kann ich denn sein? Komm, lass mich hoch. Lass mich hoch, Bruder. Na gut. Ich bin abgerutscht. Selber schuld. Selber schuld, Conny. Ach, schon wieder. Der springt manchmal nicht, wenn er springen soll. Hopp. Und bam. Und ich kriege einen Oktopus. Der sieht ein bisschen komisch aus, weil seine Arme so dick sind. Das ist ein bisschen weird. Aber meinetwegen. Der Oktopus. Oh, warte. Ich wollte gerade gucken, was da hinten ist. Naja. Destroy Crystals in the Mountains. Ja, das mache ich ja gerade. Das Inventar hat Platz für 250 Pets. Ja, und das scheint ja ziemlich gut auszureichen. Ich war auch der Meinung, dass es irgendwo begrenzt ist, aber ich habe nie was mitbekommen. Ja, den Fuse-Button brauche ich nicht mehr. Aber hier wird doch safe noch irgendwo wieder was versteckt sein. Hier drunter vielleicht, dahinter. Ja, unterm Dach. Wer weiß. Vielleicht hier unter der Hütte. Unter dem Boden der Hütte. Aber selbst wenn, könnte es ja keiner lesen. Bitte, sag mir, dass hier noch irgendwo ein versteckter Code ist. Ich weiß es nicht. Aber ich finde auf den ersten Blick keine Codes. Dann gehe ich mal davon aus, dass es das jetzt erstmal war. Ich könnte da hinten gucken, ob da noch... Nee, die Region bleibt fürs nächste Mal übrig. Und warte mal, 210 Pets kriege ich ja voll schnell zusammen. Okay, dann werde ich es beim nächsten Mal auf jeden Fall schaffen, die nächste Region freizuschalten. Aber das war es erstmal mit Collect All Pets. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!